Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Gothic, die Welt der Verurteilten. Jo, im letzten Part haben wir ein bisschen aufs Maul bekommen. Ja, weil wir frech waren. Ich muss das mal ausprobieren, ich muss es euch zeigen. Und wir sind noch zum Schluss auch noch verreckt, wunderprächtig. Aber dafür machen wir das jetzt anständiger. Das heißt, wir nehmen den Auftrag jetzt an und machen uns mal an die Arbeit. In seiner Haut will ich trotzdem verlassen. Dann beeil dich mal ein bisschen, die Lieferung hätte schon längst im alten Lager sein müssen. Okay. Und was beinhaltet das Ganze? Ich werde jetzt auch einmal zum ersten Mal speichern. Spielstand 1. So. Ich werde auch gleich einen zweiten dazu machen. Spiel speichern. So. Hoppala. So, schön schreiben, du musst. Spielstand 2. So, das gefällt mir ganz gut. Das passt schon so. So. Also, dann fangen wir mal an zu arbeiten, ne? Erzbrocken nehmen wir mit, das Bierli nehmen wir mit. Dann rein ins Wasser. Lunch. Hier waren jetzt auch noch ein paar Sachen. Ein Hämmerchen. Da drüben. Also mit Alt und den Steuerungstasten können Sie dann schwimmen, falls ihr das nicht wisst oder so vergesslich seid wie ich. Ihr müsst aber die Pfeile verkehrt herum benutzen. Also wenn ihr nach oben drückt, dann schwimmt ihr, dann taucht ihr. So, ne? Nach oben tauchen, nach unten auftauchen. Hoppala. Außer ihr glitscht euch da irgendwo fest, so wie ich gerade. Dann geht das etwas schwieriger. So. Ich will das Tränklein haben hier. So. Hatte ich jetzt schon alles? Bin mir da gerade nicht so sicher. So. Sind hier nur ein paar Leute gestorben? Ich hätte gehofft, dass es hier so ein Paket gegeben hätte, das wir dann abliefern könnten. Huch. Vielleicht sollte ich aber auch... Und nicht vergessen, Luft holen, ne? Davon ist ein Pokal noch, genau. Den nehmen wir noch mit. So, da drüben wäre ein Battle, glaube ich. Eine Laute, genau. So, weiter traue ich mich jetzt nicht, weil sonst sterbe ich gegangen wieder. So, Luft holen ist auch ganz wichtig. Dann gehe ich mal kurz, ich wollte mal kurz schauen, wegen Quest und so, ne? Plansch, plansch, plansch. Konnte ich das überhaupt? Doch schon, das konnte man nachschauen, glaube ich, ne? Ich muss nur überlegen. Wie war denn das noch gleich? Huch. Klubsch, klubsch. Wie war das gleich noch? Das waren nur die Fähigkeiten. Ah, hier. Aktuelle Mission. Verlorene Lieferung. Carlos erzählt mir jetzt zur Lieferung, Gegenstände in den See am Ausdruck gefallen sind. Ich sollte sie nun bergen. Ich schau mal, ob schon alle sind. Sonst muss ich nochmal suchen gehen. Tap, tap, tap. So, irgendwie sollte es auch möglich sein, dass man, glaube ich, sprinten kann. So, Servus Carlos. Ich habe die Sachen, die du von mir wolltest. Gut, dann kann ich den Rest mit dem nächsten Konvoi ins Lager schicken. Was ist mit meiner Belohnung? Hier hast du einen Erzbrocken. Das reicht doch wohl als Belohnung. Jetzt sieh zu, dass du hier verschwindest. Naja. So kommst du mir nicht davon. Oh Gott, na, lass mir das lieber. Ich trau mich da nicht. Dann werde ich gleich beginnen, glaube ich, einen Reservespielstand zu machen, oder? Aber brauche ich nicht. Da speichere ich jetzt mal drüber. Geht das? Ja. Dann quatsche ich nochmal. So kommst du mir nicht davon. Man darf auch nicht alles glauben, was man hört. Ach, was willst du denn tun?
mir eine aufs Maul hauen? Hoffentlich nicht, weil dann stelle ich wieder. So sieht's aus. Da weiß ich was Besseres. Ich werde dir jetzt eine aufs Maul hauen. Ja, das befürchte ich auch. Ich brauche mich gar nicht. Da brauche ich mich nicht wehren. Das muss ich später machen, wenn ich eine Waffe habe. Dann gehe ich zu ihm oder meine Rüstung habe, dann kriegt er von uns aufs Maul. Wichtig ist, dass das nicht verschwunden ist. Das war mir jetzt sehr wichtig. Was ist denn da drüben? Schau mal, da blinzelt was. Sterbe ich? Ja. Okay, ich wollte schauen, ob ich das kriegen kann, ne? Weil da funkelt. Jetzt ist die Frage, ob ich mir das erst später holen darf. Wenn ich ein bisschen mehr Rüstung habe. Weil ich glaube, dann hält man ein oder zwei Schläge, hält man dann tatsächlich aus. Bilde ich mir ein, ne? Ihr seht das doch da hinten, ne? Da hinten? Da ist ein Zettel oder eine Kiste, irgend sowas, ne? Das werde ich, glaube ich, mir holen, wenn ich ein bisschen was aushalte. Dann sollte mir die Barriere ein, zwei dick lang nichts machen. Gut. Das zudem. Hätte man das auch schon geschafft. Ja, ich meine das so. Jetzt verstehe ich auch den Teaser. Das ergibt jetzt dann schon mehr Sinn. Warum nämlich am Lagerplatz hier, ne? So viele Leute waren. Das erklärt so einiges. Ja gut, ich meine, das mit dem Absturz vom Lift da, das erklärt irgendwie auch, ja, wie wir ins Wasser stürzen, könnte man vielleicht eventuell lassen, aber vorher, ich weiß nicht. Ich vermisse das schon irgendwo, dass die Frau auch noch da runter kann, ne? So, Leiter klettern. Wir tun wieder Steuerung und die Pfeiltaste nach vor und dann klettert er schon. Guten Tag, die Herren. Herr Ori, wie geht's Ihnen? Was machst du hier? Was machst du hier? Dafür sorgen, dass keiner an die Austauschstelle rankommt. Vor allem nicht die Halsabschneider aus dem neuen Lager. Du bist der Neue, den sie heute reingeworfen haben, nicht? Sieht so aus. Dann solltest du wissen, dass du dich vor den Typen aus dem neuen Lager in Acht nehmen musst. Ich arbeite fürs alte Lager. Genau wie alle anderen, die du an der Austauschstelle gesehen hast. Du hast schon mit Diego geredet, nehme ich an. Ja. Ja, hab ich. Gut, dann weißt du ja schon Bescheid. Mhm. Warum sollte ich mich von den vom neuen Lager in Acht nehmen? Warum sollte ich mich vor dem neuen Lager in Acht nehmen? Verglichen mit dem neuen Lager ist das alte Lager ein ruhiger und friedlicher Ort. Das neue Lager bekommt keine Waren aus der Außenwelt. Die meisten Banditen klauen sich zusammen, was sie zum Leben brauchen. Und das alte Lager? Und das alte Lager? Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen die Gardisten, unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kommen die Butler. Butler ist jeder, der hier ankommt. Wenn du was Besseres werden willst, musst du als erstes bei den Schatten aufgenommen werden. Okay. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen geschlagen, und zwar mitten ins Gesicht. Als ich ans Ufer gespült wurde, hat mich einer von den Typen mit einem Schlag ins Gesicht begrüßt. Das machen sie mit jedem Neuen. Sie nennen es die Taufe. Habt ihr im alten Lager noch mehr so nette Leute? Es gibt schon einige Schweine, aber solange du dein Schutzgeld zahlst, kann dir nichts passieren. Ich will aber nicht zahlen, so viel Geld habe ich nicht. Sie haben eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt. Geht's der noch gut oder muss ich da schon oder kann ich da meine ersten Items zusammenklauen? Ich habe gesehen, wie sie eine Frau zusammen mit den Waren reingeschickt haben. Ja, die Erzbarone bekommen alles, was sie wollen. Du meinst, der König tauscht Erz gegen Frauen? Sie sind natürlich auch verurteilte Gefangene. Aber wenn Gomez sie nicht angefordert hätte, säßen sie in irgendwelchen Kerkern. Bin mir nicht sicher, was schlimmer ist. Ja, ich hätte mir auch den Kerker vielleicht gewünscht. Ich suche eine Waffe. Ich suche eine Waffe. Bei der verlassenen Mine weiter hinten im Canyon müsstest du alte Waffen finden. Aber mach bloß nicht den Fehler und zieh mit einer rostigen Spitzhacke in den Krieg. Die Dinger sind schwer und langsam. Ein ungeübter Kämpfer sollte sie nur im Notfall benutzen. Noch was. Es ist gut möglich, dass du auch einige andere Kram finden wirst, wie alte Münzen. Aha. Soweit ich weiß, sammelt Diego die Dinger. Okay.
Wenn du nichts damit anzufangen weißt, solltest du als Diego fragen. Da springt bestimmt was für dich raus. Ja, ich kann Lippen lesen übrigens. Mhm. Ja, die Lippen von denen kann ich sehr gut lesen, weil ich das schon als junges Mädchen geübt habe. Ja. Sieh zu, dass du heil zum alten Lager kommst. Vielen Dank. Wenn du schon ins alte Lager gehst, kannst du mir direkt einen Gefallen tun. Ja, nachdem du so nett warst, schon. Du kannst jemandem was ausrichten. Ich versuch's mal. Es gibt im alten Lager einen Mann namens Pacho. Wenn du ihn siehst, richte ihm aus, dass die nächste irgendwas ist. Erzähl ihm einfach, er weiß schon Bescheid. Die nächste irgendwas. Moment. Ich muss kurz schauen. So, das war's. Nachricht an Pacho. Der Gardist Ore gab mir den Auftrag, einen Mann namens Pacho eine Nachricht zu überbringen. Falls dem Typen begegne, soll ich ihm sagen, dass die nächste Runde auf Ore geht, was auch immer das heißen mag. Ja, Bier wahrscheinlich, ne? Oder irgendein Fusel halt. Ein Gardist, servus. Wie geht's? Wie steht's? Gut. Weit und breit keiner von den Banditen aus dem neuen Lager zu sehen. Okay. Ja, ich denke mal, da es ein DLC halt ist, ne? Also die Welt der Verurteilten, sind halt manche Texte nicht synchronisiert, aber das macht nichts. Wir können hervorragend Lippen lesen, nur bin ich nicht ganz so schnell manchmal, aber das klappt schon irgendwie. So, ich versuche mal das zu nehmen. Becher. Finger weg! Schinken. Okay. Na warte! Ja, jetzt gibt's was auf... Ich habe mir gedacht, ich darf das nehmen. Das gehört halt ihm, steht sein Name nicht drauf. Wo sollte ich das denn wissen? So. Zack. Sterbe ich? Nein. Alles gut. So, was haben wir denn da? Eine Waldbeere. Fleischschwanzen, jawohl. Die werden wir uns gleich schnappen. Aber zuerst brauche ich eine Waffe. Weil die Fleischschwanzen, wir wissen, in dem Fall geben sie Erfahrungspunkte, auch wenn nicht viel ist, aber es ist mal ausreichend. Was war da? Ein Pfeil irgendwo, ne? Ach, hier. Ist sie da, schön. Nimm ihn halt. Und eine Truhe. Ja, ein Stück weiter ran noch. Unbedingt zur Steuerung bleiben, bis die Truhe offen ist. Da haben wir leckeres Bier, Münzen, Pfeile, Fackel und Dietrich. Das muss ich jetzt so machen. Also auf Steuerung oben bleiben und mit der Pfeiltaste nach rechts. Also mit der rechten Pfeiltaste, ne? So. Haben wir alles. Passt. So. Das hier sollte jetzt die verlassene Mine sein. Und wir sollten hier nach eine Waffe bekommen. Da bin ich ja mal sehr gespannt. Davon sehe ich mal eine Spitzhacke. Ist schon mal besser als nichts. Servus Spitzhackerl. Das brauchen wir sowieso. Hier ist die verlassene Mine. Dann würde ich sagen, schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Ne? Ne Sonne. Was ich auch sehr schön gefunden habe bei dem Teaser war, dass man hier diese Brücken noch hatte. Dass das alles noch da war. Das war sehr, sehr schön. Wirklich war. Da hat man sich sofort zu Hause gefühlt. Man kann richtig weit sehen. Ich bin sehr froh, ich habe die Reichweite auf 300 erhöht. Jetzt kann man echt weit sehen. Wow. Nice. Da hinten ist, glaube ich, sogar gesagt, das Turm sieht man von hier. Da ganz hinten hat man das kurz gesehen. Seht ihr? Wenn ich so schwenke, glaube ich. Wow, voll cool. Gut, ich speichere mal ganz kurz. Muss mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Ich habe noch Zeit. Passt. Ja, das ist hier das Problem mit dem Aufnehmen, da ich mein Aufnahmeprogramm auf sehr langsam stellen muss. Warte, ich nehme mal das rostige Schwert. Ein Morred. Die habe ich auch vermisst beim DLC. DLC sage ich schon, beim Teaser. Die Morreds. Da gab es ja nur Scavenger und Schnappis. So, ich will ausrüsten. Wenn du hier zum Beispiel ne, auf die Kategorien wechseln willst, da reicht es einfach, wenn du mit der Tabulator-Taste, wenn du da einfach drauf drückst, kommst du in das Menü hier und dann kannst du mit den Pfeiltasten links und rechts durch die einzelnen Kategorien hier switchen. Da haben wir hier Waffen.
5 Pfeile und hier das rostige Schwert. Das rüsten wir aus, indem wir auf Steuerung und Pfeiltaste nach oben drücken. So, da musst du halt mit der Statur spielen. Ja, Sachen gibt's. Die Waffe ziehen tut man mit der Leertaste. Und dann kann man schon mal die erste, wenn wir sie treffen, die erste Fleischschwanze killen. Wobei ich werde... Jawohl. Und die Mole Rat. Gehen wir auch ein junges Mole Rat. Jawohl. Das Kampfsystem beim... WTF? Huch! Ah, nice! Entschuldigung! Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass ich die junge Mole Rat nicht schaffe. Achso, weil ich so angeschlagen bin, deshalb. Ich bin ja schon fast tot. Oh, hoppala. Upsi. Dann werde ich mal was essen, ne? Ich Pfosten. So, nochmal das Schwerterli holen. So, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. In der Tat. So, ein bisschen zurückgehen. Dann kann ich gleich ausrüsten. So. Damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet. Und gleich nochmal speichern. So. Ich sollte hier... Ich habe hier meine Leiste nicht im Blickfeld, weil ich da meine Tasche habe mit Stiften. So. Jetzt müsste es gehen. Also auf Steuerung und die Pfeiltasten benutzen. Am besten links, rechts und nach oben. Oder nach oben, links, rechts. Dann kann man hier Kombis schon mal machen. So. Und looten nicht vergessen. Alles mit Steuerung und Pfeiltaste nach vor. Und Pfeiltaste, also auf Steuerung bleiben, Pfeiltaste rechts. Dann kommt alles ins Inventar. Ganz einfach, easy cheesy. Easy peasy. So, davon haben wir noch eins. Hoppala. Und zack. So, zack. Wichtig ist, dass wir schon mal das Fleisch hier sammeln. Kenner wissen ganz genau warum. Ein Reisschnapserl. Lecker, lecker. Was mir auch gut gefallen hat, war, dass sie auf diesen Platz hier gedacht haben. Auch da oben dieses kleine Plateau, auf das haben sie auch gedacht. Das haben sie auch wunderbar erweitert, finde ich. Das hat mir sehr gut gefallen. Mit dem, mit der Fackel da, mit dem, unter Anführungszeichen, Leuchtturm. Das war eine schöne, erfrischende Quest. Das finde ich alles in Ordnung. Was ich halt gerne hätte, ist, dass die Charaktere gleich bleiben. Also die raue Art, die Diego hat, und doch ein kleines bisschen, sage ich jetzt fast mütterlich, also wie ein Papa. Mütterlich ist falsch gesagt, der Papa ist er halt, ne? Da war er schon beim Teaser etwas eher mütterlich. Etwas zu soft. Da hat der harte Hund hat irgendwie gefehlt. So. Gut, das zu dem. Waren weiter vorn, waren jetzt keine Fleischschwanzen. Na, da waren hier, glaube ich, die ersten beiden. Das müsste schon so passen. Da oben war keine mehr, glaube ich. Da haben sie auch gleich ein Skelett an die Tür genagelt. Das ist ja hervorragend, abschreckend. War das damals auch schon so? Kann mich gar nicht mehr erinnern, oder habe ich das einfach übersehen? Schön, oder? Der Traum eines jeden Models, so schlank zu sein. So. Gut, gut. So, dann würde ich sagen, wir schauen uns dann da oben noch um. Dass wir keine Erfahrungspunkte versäumen. La 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 la. So. Sollten hier Ratten sein, ihr wisst Bescheid. Ratten werde ich aus Prinzip nicht töten. So, ich möchte hier rauf nach Möglichkeit. Ah, mit Alt wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Da muss ich meine Finger etwas da mehr ja, ausnutzen. Okay, 4 Pfeile kriegen wir da. Münzen kriegen wir auch ein paar. Das ist gut, dass die mal jemand sammelt. Weil sonst haben wir die immer gehortet, bis wir über 1000 hatten, konnten mit denen nichts anfangen. Ein Bierli, ein leckeres. Jetzt haben wir endlich jemanden, der dafür Verwendung hat. Diego. Das erklärt auch seinen... Oh, das ist eine schöne Verknüpfung. Wenn wir dann auf Gothic 2 denken. Bergmoos. Bergmoos? Bergmoos ist neu, oder? Ich hatte hier noch nie ein Bergmoos. Bergmoos ist neu. Hier, Lebensbonus 18. Cool, können wir Moos essen. Ich komme mir vorher meine Maus.
Wobei die Smos schon anknappern auch, aber hauptsächlich zum Nestbau verwenden. So. Also meine Mäuschen machen das. Meine Damen. So, ja. Halt, also die Truhe. Ich dachte schon, da war noch ein Trank oder so. Nein, 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 nein. Ist nicht eine Truhe. Nur kein Stress. Kann ich hier auch hoch? Na, normalerweise ging das nur da drüben, ne? Das wollte ich aber trotzdem speichern, weil wenn ich hier runterfall, ist Genickbruch angesagt. So. Dauert ein bisschen. Sehr brav. So, dann gehen wir mal darüber. Weil da oben gibt es auch haufenweise Viecher. Poruk. Die es wert sind, gekillt zu werden. Jetzt muss ich kurz darüber schauen, ob da oben vielleicht noch eine Blume ist. Poruk. Halt. So. Also auf Alt oben bleiben mit Pfeiltaste. Genau, die Seraphis. Die haben sie auch wunderschön designt. Die haben wir auch schon gefunden gehabt. Kommt mir vor. Die war auch sehr schön. So. Hier haben wir junge Mole Rats. Da drüben haben wir einen Scavenger. Das heißt, ich werde auch gleich wieder speichern, weil ich habe das Gefühl, die bringen mich wieder um. Sehr gut, sehr gut. Da muss ich kurz auf die Uhr schauen. Bis 22 wäre eine halbe Stunde. Dann habe ich noch ein paar Minuten. Ja, ich habe jetzt hier das Problem mit den Aufnahmedingens. Problem ist es keins, aber dadurch, dass ich eine andere Einstellung machen muss, kann ich jetzt da... Habe ich keine Uhr, ne? Sonst läuft immer eine Uhr mit bei den neueren Spielen. Hier halt nicht. Da muss ich das noch oldschool machen. So, lecker Fleisch. Das können wir später braten. Habe ich 10 rohes Fleisch gebraucht für eine Quest? Ich muss es aufbehalten, sicherheitshalber. Halber. Weil wir haben schon gemerkt, es gibt jetzt schon sehr viele neue Quests, schon von Anfang weg, was sehr super ist. Gefällt mir sehr, sehr gut. Auch wenn sie natürlich nicht vertont sind, weil ich glaube, das ist von Spielern gemacht worden, ne? Diese Mod. Das DLC, besser gesagt. Würdest du bitte? Zack. Jawohl. Sehr gut. Oh nein, ich bin gestorben. Ich hol meine Mami. Die macht dich kaputt. Ja, ein ausgewachsener Scavenger bringt uns wirklich um. Ah ja, da war ja auch ein Goblin. Ja, ja, ja. Natürlich. Gleich speichern. Weil der bringt mich sonst um. Ah, warte. Ich sollte noch was essen vorher. Was haben wir denn da Leckeres? Wie viel gibt die Beere? 10, das müsste reichen. Ja, passt. So, Waffe zicken und probieren wir unser Glück, ne? So, ein junger Goblin. Ja. Oha. Zack, zack. Ich freue mich schon, wenn wir unsere Schwertkunst da vertiefen. Ein bisschen. So, was hat er denn Schönes? Mole Rat Fett. Hat es das früher gegeben? Ich glaube nicht. Gebratenes Fleisch hat er schon und Bergmoos. Nice. Und den Knüppel aus dem Sack kriegen wir auch. Ist der jetzt stärker als unser Drum? Als unser Schwertelein? 5 Schaden, 5 Stärke. Na, ist gleich. Können wir uns aussuchen, wer Knüppel oder Schwert. Ich bleib beim Schwert. Bin ja Mensch. So, jetzt wäre ein gutes Happy nicht schlecht. Ich würde sagen, wie viel das macht? 15, ne? Ja, ich würde sagen, ich werde die Seraphis mal wegfressen. So, das passt schon so. 15 Schaden haben wir kassiert, okay. Egal. Speichern tun wir wieder. Ich muss das sehr oft speichern, das ist der Nachteil an dem Ganzen. Man muss wirklich brav sein mit dem Speichern, weil sonst, wie ihr gesehen habt bei meinem ersten Part hier, ne, ist das weg. Was auch cool ist, normal beim Pullen müsste es möglich sein, dass wir jetzt die Viecher wieder einzeln pullen können, dass nicht das ganze Rudel kommt, mit Glück. Mal schauen. Ja, so gefällt mir das. So gefällt mir das. Zack. Zack. Zack, 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 zack. Hoppala. Und haben wir schon. Sehr nice. Her mit deinem Fleisch. Huch.
So, einmal die Beere, ein Trankerl, noch eine Beere, ein Knüppel aus dem Sack. Ja. Der tut schon wieder so komisch schnauben. Erstmal was. So, und speichern wir auch gut. Ja, die kleine Ratte ging ganz gut. Stimmt, da waren keine Wölfe damals. Ich habe mich beim Teaser vertan. Ah, die haben hier Wölfe hingepatcht, sowas. Hingepatcht, hinprogrammiert, so muss ich sagen. Da waren ja die Morlocks. Das hatte ich mich schon richtig erinnert, glaube ich. Zack. Sehr gut. Ohne Damage zu kriegen. Es wird ja immer besser. Ich komme schon wieder rein ins Spiel. Sehr gut, das freut mir. So, und jetzt auf einmal, wumm, kommen drei Wölfe und tot bin ich. So, das war jetzt, glaube ich, ein Becher und ein Erzbröckelchen. Da ist was eingestürzt, sehr schön. Und auch hier finde ich es ganz schön, da haben sie noch eine Mine hingepatcht, ne? Da war eben das Leuchttürmchen. Also das finde ich schon nicht schlecht, muss ich sagen. Das können sie auch gern dann, wenn sie ein Remake wirklich machen möchten, ich hoffe es schon sehr, können sie das liebend gerne einbauen. Da habe ich nichts dagegen. So, jetzt ist die Kunst, jetzt speichere ich nochmal, weil jetzt kommt eine der tödlichsten Stellen hier im ganzen Spiel, nämlich hier wieder runterklettern. Das ist gar nicht mal so einfach und durchaus schmerzhaft. Wow. Ja, siehst du, das meine ich damit. Ein falscher Schritt und du bist hin. Ich habe mir aber eingebildet, das müsste hier irgendwo sein. Warte mal, wo war denn das? War das hier, dass ich runter kann? Ich glaube schon. Hier, ich versuche es mal rückwärts. Wow, rückwärts geht's. Bin ich hier richtig? Ich hoffe. Ja, ja, das passt schon. So. Bisschen seitlich und wusch, genau. Da muss man sich halt, wow, echt Zeit lassen mit runtergehen. So. Ein falscher Schritt und man ist nämlich tot. Wegen Fallschaden und so. Sehr realistisch. So. Also Leute, nicht aus Fenstern springen und so weiter, das ändert tödlich. Wobei, hier brauchte man gar kein Fenster, da reicht eben dieser Fels. So, passt, wir können jetzt weiter marschieren. Weiter runter, runter. Weil hier hätten wir es soweit. So. Das mit dem Lift finde ich auch ganz gut. Da haben sie auf der Seite einen Lift gebaut gehabt, das ist alles okay. Das finde ich passt alles ganz gut. Pfeil, Fackel, noch ein Pfeil, noch ein Pfeil. Okay. Das ist die Frage, bist du da hinten ein Junge? Ich hoffe, das ist ein Junge. Was ich auch super gefunden habe, war dieser Baum hier. Auf den haben sie auch gedacht, mit dem Skelett, das da hängt. Nur haben sie den Baum halt viel größer gemacht. Das war auch toll irgendwie, muss man sagen. Bist du ein Großer? Nein, ein Junge. Passt, habe ich Überlebenschancen. Zack, zack. Sehr gut. So. Das lief gut. Ein Knüppel aus dem Sack. Pfeilchen, noch mehr Pfeilchen. Das sind Pfeilchen. Nimmst du die? Ja, perfekt. Sehr brav. Sehr viele Pfeile, das ist sehr gut. Auch Waldbeeren, die ich jetzt vielleicht etwas sparsamer verwenden sollte. Ein altes Schwert war das, ne? Das müsste jetzt aber stärker sein als unseres. Altes Schwert. Ja, doppelt so stark sogar. Wir haben auch noch genug Stärke, dass wir es verwenden können. Das freut mir. So, ein kurzer Blick noch da hinten. Ist da noch irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Nein. Hier ist auch kein Moos mehr, wie es ausschaut. Jetzt muss ich mich voll umschauen hier. Ich weiß nicht, ob hier auf den Bäumen mittlerweile wieder was oben ist. Oder generell was oben ist. Na, schaut nicht aus. Auf die Uhr muss ich kurz schauen. Aha, gleich ist der Part vorbei. Ich glaube, der Kleine da unten geht sich noch aus. Und dann geht's weiter talwärts. So, speichern ist ganz wichtig. Immer wieder speichern. So, servus, du Krautschädel. Na? Ich bin kein Krautschädel. Ich bin ein Scavenger. Nun, Scavenger noch dazu. Du alter Sack. So, hopp, hopp, hopp. Ja, ja. Sehr gut. So. Fein, fein. So, auf das Uhrli klubschen. Jawohl. Wäre schon soweit. Okay, ihr Lieben.
dann würde ich sagen, wir beenden den Part. Oh, das schaut echt toll aus. Ich freue mich so, dass das mit der Grafik jetzt endlich hinhaut. Ohne, dass der irgendwie ruckelt, zuckelt oder sonst irgendwas. Oh, wie schön, oh, wie toll. Wow, da sieht man sogar rauf bis zu der Steinfestung da hinten. Wow, wie cool. Okay, das ist schon cool. Der gefährliche Wald, wo bestimmt wieder die Schattenläufer drinnen wohnen. Oh, wie cool. Und natürlich das alte Lager von hier sehen. Das ist ein guter Ausblick für das Ende des heutigen Parts, glaube ich. Sehr nice. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!